Lena, der erste Winter mit der Snow Show von Ich will mehr TV geht zu Ende. Hättest du dir am Anfang so einen Erfolg vorstellen können, den solch ein Format entwickelt? Nee, also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so erfolgreich werden und auch so kontinuierlich erfolgreich sind damit, weil es sind ja wirklich alle wahnsinnig gut gelaufen. Natürlich einige besser als die anderen, aber im Großen und Ganzen alle wahnsinnig gut. Was war für dich schwieriger, wenn du die Snow Show an einem Ort aufgezeichnet hast, oder war es schwerer, vor dem grünen Vorhang Greenscreen das zu machen? Ich glaube tatsächlich, dass es da gar keine so großen Unterschiede gab, ob das jetzt in Location oder on Location war oder vor dem Greenscreen. Was für mich schwerer war, wenn es Berichte waren, bei denen ich nicht dabei war. Also wenn ich Sachen abmoderiert habe, wo ich mir vorher zwar das Video angeschaut habe, das aber von einer anderen Moderatorin eigentlich gedreht wurde und ich nie an dem Ort war. Weil dann fällt es mir natürlich viel, viel schwerer, etwas über den Ort zu erzählen. Und das ist mir wirklich aufgefallen, dass das schwieriger war. Du hast jetzt 11 Sendungen aufgezeichnet. Welche hat dir persönlich am besten gefallen? Welche mir am besten gefallen hat? Also, welche mir wirklich viel Spaß gemacht hat, war die in der Türkei, die wir aufgezeichnet haben, auf der Couch, wo irgendwie auch die Atmosphäre war sehr cool. Auf der Couch, einfach in der Lobby, auch mit dem Tee und so. Das war irgendwie sehr cool. Das hatte einen entspannten Flair einfach. Und es war vor allen Dingen auch der letzte Tag des Jahres, wo das aufgezeichnet wurde. Es war der 31.12. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, kann sein, ja. So, und 11 Sendungen bedeuten auch, als Moderatorin hat man ja immer was anderes an. Mhm. Was hat dir denn persönlich, wo du persönlich sagst, okay, da habe ich mir selbst am besten gefallen? Ich glaube, das war tatsächlich auch diese eine Snow Show in Erzurum. Vielleicht ist sie mir deswegen auch so in Erinnerung geblieben. Ich fand, da hat es irgendwie farblich so schön zusammengepasst. Das hatte so einen sehr erfrischenden Farbton und ich glaube, dass mir das so mit am besten gefallen hat. Die User haben da eine vollkommen andere Meinung zu, weil wir haben die User gefragt gehabt, was ihnen an Outfit am besten gefallen hat. Und dieses Ergebnis war wirklich eindrucksvoll. Also es war wirklich eine ganz, ganz klare Struktur. Es gab also ungefähr 50 Menschen, die teilgenommen haben. Mhm. 47 haben sich für ein Outfit entschieden. Ist es das aus Willingen? Genau, das aus Willingen ist das. Okay, das finde ich hat auch irgendwie was. Es war nicht so erfrischend, es war wirklich rein schwarz und rot. Ist auch unsere erfolgreichste Snowshow gewesen. Und ich muss sagen, es war auch eins der besten Outfits. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wo war denn dann die Aufnahme-Location bei den Snowshows, die du draußen aufgezeichnet hast? Oder draußen ist jetzt vielleicht nicht der ganz richtige Name, aber wo du irgendwo unterwegs warst und wo du nicht im Studio warst. Wo hat es dir denn dieser Drehort am besten gefallen, wo du dann standest und die Sachen eingesprochen hast? Ich muss mal kurz ein bisschen zurück überlegen, wo wir überall waren. Wir waren in Erzurum, wir waren in Oberhausen. Ja. Wir waren in Willingen. In Willingen am Mölltaler Gletscher, wo leider die Videos nicht vorhanden sind, aber wir waren da. Wo waren wir noch? Das war so grob gesagt, wo du in einer Location warst zum Drehen. Ah, okay. Dann muss ich, glaube ich, wieder zurück zu Erzurum. Das war auch vielleicht so der Ort, wo es am weitesten weg war. Von daher, ja. Was macht dir mehr Spaß? Ist es interessanter, eine Reisereportage zu drehen, oder ist es interessanter, solch ein Magazinformat zu machen? Es ist ja sehr connected oder verbunden, möchte ich mal sagen, weil natürlich können wir das Magazin nur machen, wenn die Reiseberichte auch vorhanden sind, weil sonst funktioniert es ja nicht. Von daher, ich weiß nicht, die Reiseberichte sind abwechslungsreicher, weil es halt sehr auf den Ort zugeschnitten ist und ich oft auch gar nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt. Und es ist ein bisschen, ja, abwechslungsreicher, möchte ich sagen. Aber ich mag die Struktur von der Snow Show. Sie ist relativ einfach gehalten und es fällt mir eigentlich sehr leicht. Bis auf ab und zu, manchmal verrenne ich mich komplett, da geht's gar nicht. Aber meistens fällt mir das relativ leicht, so eine Snow Show einzusprechen. Und
ja, es ist einfacher, möchte ich mal sagen. Es gab ja sicherlich Reaktionen darauf. Am Anfang, weil die Menschen es nicht kannten und danach vielleicht auch Lob oder vielleicht gab es auch Menschen, die du ziemlich verprellt hast. Was waren da so für Wahrnehmungen vorhanden? Also der Großteil war definitiv eher positiv oder durchgehend positiv, dass es einfach so ein Format auch nicht wirklich gibt bisher, wo wirklich fünf verschiedene Punkte von meistens doch einem Ort oder zumindest einem Thema vorgestellt wurden, wo man so ein bisschen Einblick kriegt in ein gewisses Thema und sich damit ein bisschen befassen kann. Und von daher waren die Reaktionen sehr positiv und sehr schön auch, so viel positive Rückmeldung zu bekommen. Wenn du das Ding fertig produziert hast und es geschnitten ist, bist du eigentlich bei der Premiere regelmäßig vor dem Computerscreen oder vor einem mobilen Endgerät dabei oder guckst du dir das irgendwann an, wenn Zeit ist? Unterschiedlich. Also gerade am Anfang habe ich schon immer geschaut, dass ich die rechtzeitig anschaue. Oder besser gesagt, direkt live anschaue. Ansonsten hängt es bei mir halt auch leider viel mit Zeit zusammen. Aber ich schaue schon, dass ich mir sie immer anschaue und zumindest die Teile, die ich quasi neu einspreche, mir anschaue. Aber normalerweise schaue ich sie ganz an, um einfach zu sehen, okay, wie ist es geworden. Und ja, ich mag das Format irgendwie auch, weil es halt, ich finde, es wirkt professioneller als so ein kurzer Bericht, weil halt einfach alles so schön rund ist. Es gibt natürlich auch immer mal Momente, wo man so oder wo du an den Punkt kommst, ich muss da jetzt was zusammensprechen und ich komme über einen guten Morgen nicht hinaus. Mhm. Ja, also es gibt es durchaus. Also es ist so ein bisschen tagesabhängig oder vielleicht auch textabhängig. Ich weiß es nicht. Also manchmal wirklich ist so eine Snowshow mehr oder weniger eine One-Take. Und manchmal geht's gar nicht, da verspreche ich mich zum 20. Mal am selben Wort. Entweder, wenn es Locations sind, wo ich nicht war und ich mir dann was vorstellen muss oder Eckdaten auswendig lernen muss, das fällt mir dann meistens eher schwer oder wenn es viele neue Wörter sind, die nicht durcheinander zu werfen. Und da verhaspel ich mich gerne. Und manchmal sind es auch einfach nur, dass ich es nicht schaffe, deutsche Sätze zu bilden und ich dann einfach der Satz in sich keinen Sinn macht. Ist es schwieriger, die Sachen, die kurz sind, oder ist die sprachliche Genauigkeit das Schwierigere? Inwiefern? Also sprich, wenn du vor der Kamera sprichst, sind die Inhalte, also sprich 1700 Höhenmeter, Skisaison von November bis Mai, 29 Liftanlagen mit 48 Pistenkilometern, davon 16 schwarz, 13 grün und so weiter und so fort. Mhm. Oder ist das Schwierigere, sich sprachlich so zu disziplinieren, dass du ein akkurates, gutes, sehr einfach verständliches Deutsch sprichst? Ich finde es tatsächlich schwieriger, wenn ich viele Daten auswendig lernen muss. Nicht, weil ich mir die Daten nicht merken kann. Ich kann das, glaube ich, relativ gut, dass ich, wenn ich mir einen Zettel schreibe, dass ich im Kopf den abarbeite. Aber es ist dann schwer, nichts zu vergessen, keine Zahlendreher drin zu haben, nicht auszusehen, als würde ich gerade im Kopf eine Liste abarbeiten und dabei irgendwie keine Fehler einzubauen. Das finde ich viel, viel schwieriger, als einfach nur zu sagen, okay, jetzt unterhalten wir uns doch einfach mal 10 Minuten über das Wetter. Da kann ich mich hinstellen und einfach 10 Minuten drauf losreden. Das ist, finde ich, einfacher, als wie wenn ich Daten auswendig lernen muss und die Daten dann in logische deutsche Sätze einbauen muss. Das ist dann nämlich das andere Problem, das ich oft habe. Du hattest das Glück oder beziehungsweise du hattest die Gelegenheit bei der Snowshow Nummer 10, als die aufgezeichnet wurde, im Prinzip Gleiches zu erleben, dass etwas fürs echte Fernsehen aufgezeichnet worden ist. Ja. Für die Menschen, die noch nicht bei einer Fernsehproduktion dabei waren und du kennst dann also diese Ich-will-mehr-Produktionen, unterscheidet sich das gravierend oder ist das schon irgendwo vergleichbar? Ja, ich war überrascht, dass es zwar im Großen und Ganzen relativ einfach gehalten war, andererseits auch unglaublich kompliziert teilweise, wo man sich denkt, irgendwie hätte man das auch einfacher lösen können. Was natürlich auffällt, ist, die Kameras sind halt wesentlich größer und ist gerade beim Skifahren natürlich auch viel schwieriger, wenn dann jemand mit so einer riesen Kamera rückwärts vor einem herfährt.
als wie einfach mit einer kleinen GoPro, weil es wahrscheinlich auch von der Auflösung her eine ganz andere Qualität haben muss. Aber auch so fand ich es sehr interessant. Also der Aufbau vom Interview war ja sehr, sehr aufwendig und da wurde sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie das Auftreten sein soll. Und es war interessant, das mal mitzuerleben, aber ich hätte mir tatsächlich es anders vorgestellt. Ich weiß zwar nicht wie, aber anders. Ich meine, das Ergebnis kennst du ja genauso wenig wie ich, ja, bis heute. Das kommt ja erst in den nächsten Monaten, das Ergebnis, was dort produziert worden ist. Aber ich glaube, das rundet auch mal was ab. Und ich kann mich da an eine Aussage des Redakteurs erinnern, der mir dann so sagte, weil er ja auch ein bisschen was von Ich will mehr dabei mitgekriegt hat, dass du einen unglaublich professionellen Eindruck machen würdest und dass du vor allen Dingen auch auf den Punkt Dinge formulieren kannst. Also hast du das vorher auch so selbst gesehen oder ist das ein Kompliment, wo du dachtest, ja, das ist jetzt mal wirklich etwas, was, wo ich sagen kann, kann ich mir ans Revers heften? Ja, auf jeden Fall vielen Dank für das Kompliment auch an denjenigen, der das gesagt hat. Und ja, ich muss sagen, es freut mich, dass das so rüberkommt. Ich kann ja nur sagen, auch für die Menschen, die das jetzt nicht beim Drehen bisher erlebt haben, die Lena ist so ein typischer Take-One-Mensch. Also es im Regelfall spricht sie dir Dinge immer beim ersten Mal ein. Es gibt dann halt natürlich, und das glaube ich auch menschlich, immer dieser Punkt, wo man dann an dieser einen Formulierung, da gab es bei der Snowshow daheim in Bayern dann so eine Geschichte, im Westen beginnen die Skigebiete in Lindenberg 12 Kilometer vom Bodensee entfernt. Die höchste Destination im Allgäu ist Grasgehren und ganz im Osten wartet dann das Rossfeld mit Blick auf Salzburg. Ich weiß nicht, wie viele Takes du gebraucht hast, aber das war wirklich etwas, nennen wir es mal, mit Geduld hatte das zu tun. Ja, das war eine schwere Geburt. Ja, das ist mir wirklich wahnsinnig schwer gefallen, weil es auch alles Orte waren, wo ich selbst noch nicht war. Und irgendwie habe ich das nicht zusammengekriegt. Und das andere war, dass die Snowshow ja daheim in Bayern hieß und du auch wolltest, dass ich es bayerisch ausspreche. Und ich glaube, das war dann bei dem Gericht. Was war das? Schweinsbraten mit Semignädel und Kraut. Das sollte ich auf bayerisch sagen. Ich durfte den Rest aber nicht auf bayerisch machen. Und ich finde, es ist unglaublich schwer, von Dialekt in Nicht-Dialekt zu switchen innerhalb von einem Satz. Also ich habe damit kein Problem, mit zwei Leuten in zwei Dialekten zu sprechen. Es geht. Aber in einem Satz dann so umzuschalten, das fand ich sehr, sehr schwierig. Und ich persönlich hätte es auch besser gefunden, wenn die ganze Snowshow auf bayerisch gewesen wäre. Einfach, das hätte irgendwie, hätte das was gehabt. Das impliziert natürlich die Tatsache, dass wenn ihr die Lena hier vor der Kamera erlebt, spricht die wirklich sehr gutes Hochdeutsch. Wenn die Lena mit ihrer Familie telefoniert und ich im Auto nebendran sitze oder am Steuer sitze und ich mir denke, ist das noch Deutsch? Also von daher, sie ist durchaus in der Lage, auch echtes Bayerisch zu reden. Ich würde sagen, das ist schon ziemlich extremes Bayerisch. Du würdest wahrscheinlich sagen, da gibt es noch viel, viel schlimmere Ecken in Deutschland, wo man noch viel, viel mehr Dialekt reden kann. Zu den Outfits noch mal ganz kurz zurück. Ist es eher eine Last, wenn du zu einem Dreh fährst, weil du eigentlich deutlich mehr mitnehmen musst, als ein normaler Mensch für 3 Tage in einen Urlaub mitnimmt? Oder ist es noch Lust, dass du sagst, okay, ich freue mich eigentlich darauf, dass ich so viele verschiedene Sachen anziehen darf? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil ja, zum einen ist es eine Last, so viel einzupacken. Und du schickst mir oft ja dann auch schon irgendwie so ein bisschen einen groben Plan, was alles dabei sein soll. Und dann das Ganze zum einen in einen Koffer zu kriegen und zum anderen sich zu überlegen, okay, ich packe jetzt lieber ein paar Pumps ein, anstatt ein paar Overknee-Stiefel, weil im Flug mit so einem riesen Koffer, du musst dann wirklich abwägen, okay, die Overknee-Stiefel bleiben daheim, dafür fahren noch 3 Oberteile und eine Hose mehr mit, was man, glaube ich, im Hintergrund gar nicht sieht, aber man hat halt nur diesen einen Koffer und muss halt dann auch ein bisschen nachdenken, was man wie einpackt. Und ich habe auch viele Klamotten zu Hause, wo ich mir oft denke, ach, das wäre mal schön anzuziehen. Und dann nehme ich es nie mit, weil es einfach zu groß ist oder zu unpraktisch auch oft. Und das finde ich dann manchmal ein bisschen schade. Ich habe natürlich auch so Outfits, die ich total gerne anziehe und so ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, ja, nehmen wir mal mit, ziehen wir mal an. Aber
Man hat doch immer so ein bisschen sein Lieblings. Ich glaube, die Hose, die man so jetzt unten im Bild sieht, die ist, glaube ich, ein absolutes Lieblingsteil von dir. Ja, also ich muss sagen, die ist sehr bequem und ich finde, sie sieht halt irgendwie relativ neutral aus. Sie ist jetzt mal nicht die der auffälligsten Hosen, aber sie ist trotzdem irgendwie, die geht einfach immer. Letzte Frage, wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst, also das nächste Jahr, Snow Show 2023, es gibt ja jetzt erstmal noch eine Sommerausgabe, damit der Sommer nicht so ganz lang wird für die Menschen da vorne vor den Bildschirmen, damit die auch im Sommer ein bisschen an Schnee denken. Erstens mal, wie froh bist du, dass du das jetzt erstmal Ende Mai mal komplett in die Ecke stellen kannst und dann so bis wahrscheinlich September nichts mehr mit Schnee am Hut hast? Ich muss mal sagen, ich fahre wahnsinnig gerne Ski, aber natürlich durch das, dass wir so unglaublich viel Skifahren gehen, ist man irgendwann, glaube ich, auch so ein bisschen gesättigt. Also ich, du nicht. Von daher bin ich schon froh, dass wir jetzt dann Richtung Sommer gehen können und uns lieber im Bikini an den Strand legen und nicht irgendwo frierend im Schnee stehen müssen. Vielleicht Bikini und Schnee, ist das nicht vielleicht schön? Nee, das ist, glaube ich, so Worst Case. Also, und wenn du dann jetzt mal in den September gehst und wenn du mal so an das nächste Jahr denkst, da du ja auch ein bisschen so in die redaktionellen Inhalte auch eingebunden bist, das ist ja nicht nur alles, was auf meinen Mist wächst, sondern ja, sicherlich, was die grobe Vorplanung angeht, da bin ich wahrscheinlich schon zum überwiegenden Teil. Aber was würde dir denn persönlich, was würdest du denn verändern wollen oder was würdest du vielleicht noch verstärken wollen und was würdest du dafür etwas weniger machen wollen? Interessante Frage. Ich glaube, ich würde versuchen, dass wir uns ein bisschen mehr an die Struktur halten, weil wir haben doch oder sind doch öfter mal abgewichen und haben dann statt diese klare Struktur irgendwie zwei Skigebiete benutzt und haben dafür ein anderes Thema weggelassen. Ich glaube, ich würde es eine klarere Struktur geben, versuchen, mehr on location zu machen und weniger vom Greenscreen, was natürlich auch immer eine Zeitfrage ist, was für mich durchaus problematisch ist. Und sonst, keine Ahnung, was würde man noch verändern? Ich glaube, mehr fällt mir dazu eigentlich schon gar nicht mehr ein, weil es war schon ganz gut so, wie es war, glaube ich. Ich würde auch sagen, und ich glaube auch ihr da draußen vor dem Bildschirm habt das sehr gut gefunden, weil die Resonanz hat gestimmt. Und auch wenn man sich dann überlegt, dass ein Video auf YouTube im Schnitt 17 Minuten angeguckt wird. Also sprich, das so der grobe Durchschnittswert, wie lange eine Snowshow angeschaut wird. Das sind Zahlen, die sind natürlich exorbitant hoch, weil der Durchschnitts-User guckt nicht mal 3 Minuten bei YouTube zu, bevor er auf Weiterklicken guckt. Mhm. Also dementsprechend, das darfst du dir auch wieder an deine Revier heften, dass das doch sehr positiv war. Mein Ausblick würde ich sagen fürs kommende Jahr ist, eine Geschichte, die du glaube ich noch nicht beim Skifahren gesehen hast, ist Skifahren unterm Dach. Nee, tatsächlich waren wir noch nie in der Skihalle. Ja, stimmt. Vielleicht wäre das so der Auftakt für 22, 23. Also dementsprechend schauen wir mal, wie das Ganze wird. Jetzt freuen wir uns erstmal noch auf die letzte oder auf die Sommeredition der Snowshow. Dann wird es natürlich auch, das kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz den Menschen erklären, es gibt jetzt auch eine Sommerversion von der ganzen Geschichte. Ja, genau. Also es gibt jetzt über den Sommer hinweg die Summer Show. Die wird ähnlich aufgebaut sein wie die Snow Show, nur dass wir natürlich keine Skigebiete im Fokus haben, sondern dafür Sommerdestinationen. Das können entweder Orte am Meer sein oder Bergsommer oder auch einfach schöne Party-Locations, die es im Sommer gibt. Dann gibt es ja auch einiges an Veranstaltungen. Dann gibt es natürlich wie immer auch einmal Essen im Sommer. Das wird, falls ich so viel schon mal vorausverraten darf, in der ersten Folge natürlich um Spargel gehen. Und dann gibt es natürlich auch ein Interview mit einem Sommermenschen selbstverständlich. Das heißt, im Großen und Ganzen wird es ähnlich aufgebaut sein wie die Snowshow, nur dass es eben nicht um Winterthemen geht, sondern um schöne Reiseziele, die man im Sommer besuchen kann. Lina, mir bleibt nur noch zu sagen, danke für die 10 Folgen, nein, es waren 11 Folgen. 11 Folgen Snowshow, die du gemacht hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht gehabt und ja, ich freue mich dann jetzt schon auf den Winter 22, 23. Sehr gerne.